Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt zu diesem neuen Video hier. Ich habe heute einen Fashion Haul Herbst-Winter für euch. Es ist cozy, es ist beige vor allem. Ich liebe momentan den beigen Look. Es ist so schön hell und freundlich und trotzdem irgendwie kuschelig. Aber ich würde sagen, ich zeige euch alles nach und nach. Los geht's, viel Spaß mit dem Video. Es gibt es nicht! Wirklich, ohne Witz, ich sitze hier die ganze Zeit, schmink mich, mach mich fertig, ne? Es ist in letzter Zeit immer so, kaum drücke ich auf den Play-Button, geht drüben die Baustelle los. Ich kann es kaum glauben, wirklich, es ist so ein schlechtes Timing. Aber egal, lassen wir uns davon nicht stören. Es geht los mit dem ersten Teil und ich weiß, ich würde es vergessen, deswegen zeige ich es jetzt direkt am Anfang. Es ist dieser wunderschöne Polunder mit diesen Flugärmelchen oder Volant, nennt es, wie ihr es möchtet, in diesem wunderschönen Elfenbein-Cremeton. Der ist auch ein bisschen kürzer geschnitten, ne? So. Ihr seht ja eh alles an der Seite nochmal im Try-On. Jedenfalls ist der perfekt, um ihn über eine Bluse zu ziehen, so wie ich ihn jetzt gerade trage. Und er ist auch richtig schön warm und nicht zu fest vom Stoff, also dass es zu viel wird. Es ist wirklich super angenehm fürs Büro, für den Alltag. Ein richtig niedliches Teil von Noisy May habe ich bestellt bei The Founded. Und jetzt habe ich mein Handy gerade da hinten liegen, aber ich habe demnächst auch einen Rabattcode von The Founded für euch. Nicht hier auf YouTube, sondern auf Instagram teile ich den dann in der Story. Also ich linke euch das natürlich unten in die Infobox rein. Wenn ihr direkt losshoppen möchtet, bei jedem Teil, guckt da gerne vorbei, wenn euch was gefällt. Ansonsten, speziell bei The Founded, würde ich noch ein bisschen warten. Es könnte sich lohnen. Da habe ich nämlich noch weitere Sachen bestellt, die ich euch auch gerne zeige. Diesen Mantel hier habe ich euch auch schon auf Instagram gezeigt. Und jedes Mal, wenn ich ihn anhabe, kriege ich auch die Fragen danach. Oh mein Gott, woher ist der? Und nicht nur, wenn ich ihn anhabe und ihr seht ihn in der Story, sondern auch, wenn mich persönlich Leute treffen, die sagen immer, oh mein Gott, wie weich bist du? Was hast du da Schönes an? Der ist wirklich unglaublich kuschelig. Ich finde den so schön. Der ist so gemütlich. Ein bisschen oversized geschnitten, aber kann man hier drin mit so Zugbändern ja so ein bisschen tailliert machen, sodass es nicht so ein Sack ist. Finde ich immer sehr schwierig, solche Teddy-Kuschelmäntel nicht so sackartig wirken zu lassen. Deswegen finde ich ihn umso cooler. Er hat eine XXL-Kapuze, was das Ganze so edel macht und super cozy. Den habe ich auch, wie gesagt, bei The Founded bestellt und ich liebe den. Der ist aber eigentlich von Vero Moda tatsächlich. Also könnt ihr wahrscheinlich auch im Store kaufen, ich bin mir nicht sicher. Ansonsten, wie gesagt, online bei The Founded, Link in der Infobox. Die Bestellung von The Founded, also zumindest die der beiden Polunder, kam erst gestern an. Also ich habe ihn heute das erste Mal an. Ich fand den so niedlich, ich habe mich so verliebt. Es kam aber noch ein zweiter Polunder mit. Und da ist auch noch das Schild dran, habe ich noch gar nicht angezogen, werde ich aber die nächsten Tage definitiv nachholen. Der ist ebenfalls super dünn vom Stoff und eignet sich perfekt eben, um ihn über einer Bluse zum Beispiel zu tragen. Der ist noch ein bisschen gräulich, beiger vom Ton und kommt ja in einem Standard-Cut, also hat jetzt keine Specials oder so. Ist auch ein bisschen länger, aber trotzdem sehr, sehr schön und elegant zu kombinieren. Genau, habe ich auch beide vorne bestellt, trage hier eine Größe S. Ihr seht alles ja im Try-On. Ah, ob ich in love bin mit diesem Style und den Polundern? Ich glaube schon. Es ist ja momentan total trendy, das so zu kombinieren. Und ich war auch bei Primark und habe mir dort auch eingekauft. Das war tatsächlich mein erster. Und auch wenn ich den anhabe, kriege ich so viele Nachrichten immer. Oh Gott, wie kombinierst du das? Und woher hast du diesen wunderschönen Polunder? Der ist tatsächlich aber etwas dicker. Also wenn es jetzt nicht unbedingt richtig, richtig kalt ist, dann könnte das mit dem hier schon teilweise zu warm werden. Also der ist wirklich für richtig kalte Wintertage mega. Und ich glaube, der hat irgendwie 16 Euro oder so gekostet, irgendwie sowas um den Dreh. Und ich mag auch den Ton so. Das ist so ein richtig schöner, warmer Beige-Ton. In meinem Herbst-Must-Haves-Video habe ich euch bereits meine Tretter-Boots gezeigt. Ist für mich auf jeden Fall ein absolutes Must-Have. Jetzt habe ich hier so ein Fussel. Brr. An der Nase. Genau, ihr seht sie an der Seite im Try-On, denn ich trage sie gerade und ich liebe sie. Also das sind die ersten Boots oder allgemein Schuhe, in denen ich mir tatsächlich keine Blasen laufe. Es ist total egal, ob ich Sneaker, Stiefel, Ballerinas oder whatever trage. Ich bekomme die heftigsten Blasen überhaupt. Ich habe so einen Krüppelfuß. Ich, habe da irgendwie eine richtig schwierige Passform und muss die ganzen Schuhe immer einlaufen und laufe mir wirklich solche Blasen an den Hacken.
Mit denen das erste Mal nicht. Sie waren auch ein bisschen höherpreisiger, muss ich sagen. 160 Euro, wobei das nicht meine einzigen teuren Schuhe sind. Ne? Wollte ich aber nur sagen, dass die super comfy sind und einen mega Look haben. Die haben so einen Wildleder-Style und wirken sehr hochwertig, wie ich finde. Ich persönlich laufe da drin momentan nur rum und sie sind absolut herbstpur und neu bei mir eingezogen. Yes, dann habe ich noch weitere Stiefel bestellt und auch die habe ich euch in einem Haul auf Insta gezeigt, als die Bestellung ankam. Ich habe nämlich bei Jeans Industry das erste Mal bestellt und ihr seid förmlich ausgeflippt und ich auch, weil ich das Ganze erstmal getestet habe. Ich wollte gucken, was da ankommt, weil ich den Shop halt nicht kannte und war direkt begeistert. Ich habe jedes Teil außer Bestellung behalten und die Teile zeige ich euch jetzt natürlich hier auch nochmal. Nicht jeder schaut täglich meine Story. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant, wie ich finde. Zum Beispiel diese Overknees. Ich habe sehr lange helle Overknees gesucht, die ich im Alltag tragen kann, die jetzt nicht so einen hohen Absatz haben, die aber trotzdem irgendwie nicht so over the top sind. Ach, die sind so schön. Die sind wirklich so unfassbar schön. Genau das, was ich mir vorgestellt habe, matcht halt so komplett zu dem, was ich derzeit trage. Und dieser Beige-Ton hat 0,0 Graustich, geht auch mehr so in diese warme Richtung. Und ich freue mich so drauf, die zu tragen. Die gehen auch wirklich sehr hoch, also damit seid ihr auf jeden Fall angezogen. Und ich liebe die, finde die richtig schön. Trage hier eine 38 und die hat auch perfekt gepasst. Bei Jeans Industry habe ich mir auch ein Hemdchen bestellt. Das hatte ich ja bereits auch schon in der Story gezeigt, aber ich werde trotzdem immer wieder danach gefragt. Es ist auch wunderschön, muss ich sagen. Passt auch perfekt zu den Stiefeln. Da ist noch ein Gürtel dabei. Habe ich, glaube ich, nicht mit ins Büro genommen. Egalo. Aber der kommt auf jeden Fall mit einem Gürtel. Und man kann das Ganze so ein bisschen schnüren, so ein bisschen taillierter gestalten. Und das hat so einen Samtstoff. Also es ist ein richtig dickes Hemd, was man auch als Kleid kombinieren kann. Es ist so schön. Es ist wirklich so schön. Ich habe mich nie in solchen Hemden gesehen. Und ich liebe es. Ich finde es richtig, richtig schick. Und ja, ihr rastet auch jedes Mal aus. Link dazu in der Infobox. Puh. Es wird sexy und zwar habe ich mir auch bei Jeans Industry in derselben Bestellung mal etwas getraut. Ich habe mir so eine Lederleggings bestellt. Patty findet sowas ultra sexy und ich habe sowas gar nicht. Ich habe halt nur so eine Ledershorts gehabt, aber sowas richtig knallenges ist jetzt neu tatsächlich eingezogen und ich war doch sehr begeistert, muss ich sagen. Die sitzt echt nice. Ist ein bisschen natürlich nicht so elastisch wie eine richtige Leggings, aber sie gefällt mir richtig gut. Hat halt auch an der Seite so einen Schlitz. Kann man mega zu hohen Schuhen zum Beispiel tragen oder eben auch zu den Boots, whatever. Ich finde die richtig cool. Ich habe ja gesagt, das wird sexy, ne? Man kann hier noch nicht wirklich viel erkennen. Es ist eine Netzstrumpfhose. Oh, da fällt mir gerade was ein, denn als ich die Overknees gezeigt habe, hat mir eine nette Zuschauerin geschrieben, dass ich da drin aussehe wie eine Nutte. Vielen lieben Dank an dieser Stelle, aber die Nutte wird tatsächlich bombardiert mit Fragen, woher die Teile sind. Also Geschmäcker sind immer unterschiedlich, es ist eine persönliche Empfindung und ich finde, man sollte leben und leben lassen. Ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn man Leute aufgrund Äußerlichkeiten oder des äußeren Erscheinungsbild verurteilt oder abstempelt. Ganz, ganz schwierig. Also ich bin da gar kein Fan von, gerade weil ich es halt auch täglich am eigenen Leibe spüre. Ich nehme sowas überhaupt nicht zu Herzen. Es ist ja lediglich eine Empfindung der Person gegenüber, aber seid da ein bisschen vorsichtig mit eurer Wortwahl. Das nur so als kleiner Tipp, weil nicht jeder steckt das so leicht weg und es kann sehr verletzend sein. Ich habe die Person nämlich auch gefragt, ob sie das auf der Straße jemandem anderen sagen würde und sie hat dann ganz knallhart mit ja natürlich geantwortet und das könnte denn mal auch in die Hose gehen, wenn man da echt so von der Seite ein bisschen beschimpft oder gar beleidigt wird. Ja, egal. Machen wir weiter mit der Netzstrumpfhose hier. Ich finde die mega. Ist basierend tatsächlich als Inspiration dieser Gucci Netzstrumpfhose. Ich bin so dankbar, dass es sie nicht mehr gibt und ich sie nicht mehr bestellen konnte, weil sie, glaube ich, um die 100 Euro kostet und 100 Euro für eine Strumpfhose ist doch schon sehr happig. Und diese hier sieht sehr, sehr ähnlich aus. Hat natürlich kein Gucci-Emblem drauf, aber das ist auch überhaupt gar nicht wichtig. Dieses Netz ist so cool, das ist so sehr dicht an dicht gewebt. Seht ihr das hier?
Und wirkt, glaube ich, ziemlich cool. Wenn dieses Video online ist, sollte bereits ein Posting auf Instagram online gegangen sein, wo ich diese Strumpfhose trage. Dann blende ich euch hier auf jeden Fall ein kleines Try-on ein. Dann könnt ihr euch davon ein Bild machen. Die habe ich bei ASOS, was sagt ihr? Ich sage immer ASOS, bestellt für, glaube ich, 10 Euro. Ist natürlich ein bisschen günstiger als jetzt 90 oder 100 Euro für eine Strumpfhose und vollkommen ausreichend. Ich liebe die, finde ich schön. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Ich habe noch eine Sache jetzt hier gerade auf meinem Schoß liegen. Habe ich auch noch gar nicht getragen. Und zwar ist das von Naked hier so ein wunderschönes rückenfreies Khaki-Kleid. Das habe ich mir eigentlich für ein Shooting bestellt. Ich wollte mit meiner Fotografin zusammen in den Wald gehen und so richtig schöne grüne Herbstbilder machen. So ein bisschen elegant und so. Ja, es hat halt die ganze letzte Zeit geschüttet. Autoshooting war nicht so möglich. Deshalb ist hier auch noch das Etikett dran. Wir waren offensichtlich nicht shooten. Aber das Kleid ist so schön, dass ich gedacht habe, nee, ich behalte es trotzdem. Irgendwann wird sich ein Anlass dafür bieten. Und dann, trage ich das. Es hat nämlich einen super stretchy Stoff. Vielleicht auch zu Weihnachten. Grün passt da ja auch ziemlich gut. Es ist aber lang, ne? Macht eine mega Figur, ist auch von der Länge für mich persönlich perfekt. Also ich bin 1,64 groß und es passt super. Deswegen habe ich gedacht, so haben beruhigt, hänge ich mal in den Schrank und schaue mal, wann ich einen Anlass finde, dieses Teilchen mal auszuführen. Lass doch gerne ein Abo da, solltest du diesen Kanal noch nicht abonniert haben. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und ich sage bis dann. Tschüss.